Hallo lieber Assassin's Creed 3 Remaster Zocker, hier das nächste 100% Video von mir. Ja, wir befinden uns jetzt ganz am Ende von Sequenz 9, die letzte Hauptmission von Sequenz 9. Ein bitteres Ende. Diesmal wieder eine deutlich längere Mission. Ja, die letzten waren relativ kurz, ich würde sagen alle so zwischen 3 und 5 Minuten. Diese geht jetzt wieder deutlich länger. Ich denke mal, ihr werdet hier so um die 10, 12, 13 Minuten auf jeden Fall spielen. Wir haben ja einige optionale Missionsziele, worauf ich jetzt nach und nach eingehe. Ich denke insgesamt alle relativ gut zu erfüllen. Ja, sobald die Mission startet, startet hier sofort das erste optionale Missionsziel. Limit für Schäden durch Kollision 20%. Also daran sehen wir, wir müssen das Schiff hier durchmanövrieren, ohne großartig anzuecken oder ähnliches. Ja, hier kann ich euch grundsätzlich den Tipp geben, womit ich es hier sehr, sehr gut geschafft habe. Einmal Kreis drücken, ja, dann fahrt ihr hier mit halbem Segel. Könnt ihr mal so ein bisschen rumspielen, also X beschleunigen. Ja, dann ja, habt ihr einfach mehr Dampf. Wenn ihr einmal Kreis drückt, könnt ihr das Ganze verlangsamen. Seht ihr unten rechts auch das Symbol? Ja, über den Kugeln seht ihr oben rechts dieses kleine Symbol. Das ist jetzt hier gerade das Symbol für halbes Segel. Also einmal Kreis drücken, dann habt ihr hier verminderte Geschwindigkeit und könnt eigentlich relativ gut hier durchmanövrieren, denke ich. Ja, das ist grundsätzlich auch eine gute Taktik hier für die ganze Mission, da wir hier relativ viel mit dem Schiff unterwegs sind. Ja, wir haben später noch ein optionales Missionsziel, dass wir uns von dem Hauptziel nicht mehr als 500 Meter entfernen dürfen. Auch da ist das Ganze relativ gut mit halbem Segel zu machen. Bring uns näher, damit wir Ja, mehr sehen. man kann auch da nochmal eine Stufe runterdrücken, dann ja, bewegt man das Schiff letztendlich noch langsamer. Allerdings wird sich dann gleich hier das optionale Missionsziel oder würde sich zu weit entfernen. Deshalb empfehle ich hier eigentlich für die komplette Mission immer das halbe Segel. Ja. Wir haben jetzt hier schon den ersten Teil abgeschlossen. Wir haben nach wie vor hier noch Limit für Schäden durch Kollision 20%. Also ihr seht, dieses optionale Missionsziel erstreckt sich relativ weit. Ja, wir müssen jetzt hier das andere Schiff verfolgen. Also passt hier wirklich auf, dass ihr hier nirgendwo aneckt, nirgendwo kollidiert. Ein, zwei Mal, ein paar kleinere Treffer sind okay. Ja, und dann ploppt hier nach ein paar Metern auch sofort das zweite Missionsziel auf. Wir dürfen uns nicht mehr als 500 Meter hier von dem Schiff entfernen. Ja, ihr seht unten rechts wieder das Symbol. Also ich segel hier eigentlich die ganze Zeit mit halbem Segel. Ihr müsst auch, ja, braucht grundsätzlich hier keine Panik zu haben, dass sich das Schiff zu weit entfernt. Also ich halte das Schiff hier oder verfolge das Schiff immer so auf, ich würde sagen, 350 bis 420 Meter. Habt ihr also noch ein bisschen Spielraum zu den 500 Metern. Aber ja, also das reicht letztendlich, denke ich, hier mit halbem Segel. Könnt ihr euch den Weg nochmal anschauen, den ich hier gesegelt bin. Also ganz eins zu eins im Schiff solltet ihr nicht immer hinterher. Solltet vorher wissen, welche Biegung hier das Schiff nimmt vielmehr. Und ja, ihr habt hier ein bisschen immer mit dem Wind zu kämpfen, müsst da relativ stark gegenlenken immer, aber ich denke, das ist hier gerade mit dem halben Segel relativ gut machbar. Ist hier relativ gut dargestellt, von wo der Wind kommt, müsst ihr immer in die entgegengesetzte Richtung mit dem Stick einschlagen. Aber wenn ihr das Ganze hier einmal ein bisschen gemacht habt mit dem Steuern, denke ich, ist das hier nicht so ein Problem. Falls ihr irgendwo mal zu stark aufschlagt oder eins von den beiden Missionszielen hier nicht schafft von den optionalen am Anfang, kein Problem, einfach Options-Taste, Checkpoint neu laden. Ja, und dann denke ich, ist das Ganze hier relativ gut zu machen. Das ist jetzt hier, oder fand ich persönlich, die schwierigste Stelle. Ja, hier war es relativ eng. Müsst ihr dann relativ gut einschlagen, in einem relativ guten Winkel. Sonst kollidieren wir hier zu stark. Ja, und dann sind diese beiden Missionsziele eigentlich auch hier ab diesem Zeitpunkt erledigt. Ihr seht dann sofort, hier haben wir wieder wesentlich mehr Platz. Beide optionalen Missionsziele ploppen als erledigt auf. Also einmal die Kollision unter 20% und der Abstand zum Schoner darf 500 Meter nicht übersteigen. Ihr habt gesehen, auch mit halbem Segel, wie ich schon sagte. Kein Problem, maximal sind es immer etwas über 400 Meter, also wir haben da noch ein bisschen Spielraum.
das Ganze ist hier, denke ich, gar kein Problem. Ja, dann müsst ihr hier noch ein Stück weiter geradeaus segeln. Wenn ihr die optionalen Missionsziele erledigt habt, hier plöppt das Ganze nochmal auf. Ja, dann könnt ihr das nochmal kontrollieren, wenn ihr beim ersten Mal dann nicht richtig geschaut habt, beziehungsweise ihr noch zu sehr in der Mission drin wart. Ja, jetzt müssen wir hier einige Schiffe zerstören, insgesamt sind es 5 Stück. 5 Ziele, die wir hier eliminieren müssen. Wie bin ich hier vorgegangen? Also immer einen relativ guten Mix aus den Kanonen und aus den Brassen. Natürlich solltet ihr euch ab und zu hier mal ducken. Sobald ihr was Rotes seht, einfach mit Viereck einmal in Deckung gehen, damit euer Schiff nicht zu viel Schaden nimmt. Ja, wenn die Schiffe hier relativ nah dran sind, habe ich normalerweise immer mit den Kanonen gearbeitet. Dann seht ihr, kann man die Schiffe hier sehr, sehr einfach versenken, halten auch nicht wirklich viel aus. Also man kann sie auch mit den Brassen eliminieren, auch das ist kein Problem. Ja, jetzt haben wir hier mittlerweile schon 3 von 5. Hier schieße ich jetzt mit der Brasse drauf, das hat nicht mit den Drehbrassen drauf, das hat nicht ganz geklappt. Nicht vollständig erwischt. Aber die Schiffe sind hier an sich oder die Schoner in einem sehr, sehr guten Radius. Ihr müsst dann immer mal ein bisschen mit der Kamera spielen, würde ich euch empfehlen. Mal links, mal rechts. Ja, das letzte habe ich jetzt hier mit den Drehbrassen eliminiert. Und ja, dann haben wir hier das zweite Drittel, würde ich mal sagen, auch erledigt. Jetzt kommt gleich das letzte optionale Missionsziel, was ich persönlich am schwierigsten fand. Ja, hier müssen wir jetzt noch einmal das Schiff schießen. Ganz einfach, geht da einmal hier in das Menü rein. Ist auch gerade hier kurz aufgeplöppt, also einmal R1. Da müsst ihr hier die Kettengeschosse ausrüsten. Und dann müsst ihr genau wie bei den Kanonen 2-3 Mal hier auf das Schiff schießen. Diesmal auch auf das große Schiff hier schießen. Am Anfang, wenn ihr jetzt hier die kleinen Schiffe erledigt, passt auf, dass ihr nicht zu oft oder zu stark hier auf das große Schiff schießt. Ist, denke ich, hier natürlich sehr, sehr einfach zu unterscheiden. Also mit Sicherheit hier 10, 12, 15 Mal so groß wie die anderen kleinen Schiffe. Und dann seht ihr, habe ich hier immer gewartet, bin relativ dicht dran, bin immer in Deckung gegangen. Hier war es jetzt einmal relativ knapp mit der Energie bei mir, da ich wirklich sehr, sehr nah dran war. Ja, jetzt sind die Kettengeschosse hier wieder aufgeladen. Wie gesagt, da einmal ins Menü mit R1, ja, dann rüstet ihr die aus mit dem linken Stick. Und dann können wir die hier abfeuern, ja, haben ja dann hier das Hauptmissionsziel, was wir einfach erfüllen müssen. Ja, dass wir hier den Mast zerstören. Auch das, denke ich, relativ einfach. Ich war jetzt hier relativ aggressiv, war sehr, sehr nah an dem Schiff dran. Das könnt ihr hier natürlich besser machen, vielleicht ein bisschen mehr in Deckung gehen. Ein bisschen mehr Abstand halten von dem Schiff, dann ist das Ganze hier ein bisschen einfacher zu erfüllen. Ich musste jetzt am Ende relativ viel Entdeckung. Ja, und dann startet hier jetzt nach der Sequenz, die ich hier skippe, das letzte optionale Missionsziel. Damit, ja, hatte ich, will nicht sagen, ein paar Probleme, aber das Ganze ist hier ein bisschen unübersichtlich, da es hier auch einmal nur ganz kurz bei mir aufgeplöppt ist. Mindestlänge eine Attentatserie 3 Stück. Ja, wie geht ihr hier vor? Ich bin hier relativ viel auf dem Schiff rumgewirscht, muss ich ganz klar sagen. Habe mir natürlich am Anfang hier immer direkt Gegner gesucht. Hier ist wirklich ganz wichtig, ihr dürft nicht das Hauptmissionsziel bearbeiten. Ja, also die 3 Offiziere an Bord, die dürft ihr definitiv nicht töten. 2 von denen ist okay, aber sobald ihr den 3. tötet, endet hier automatisch die Mission. Ja, und das dürft ihr natürlich erst machen, sobald ihr das optionale Missionsziel erfüllt habt. Sprich die Attentatserie. Ja, könnt ihr auch nochmal immer überprüfen, ob das Ganze erfüllt ist. Bin einmal nochmal ganz kurz ins Menü reingegangen. Also hier kann ich euch grundsätzlich den Tipp geben, sucht euch einfach sehr, sehr viele Gegner, die hier in Kämpfe verwickelt sind. Ja, dann tötet ihr den ersten Gegner und dann schimmern die nächsten Gegner ja so leicht. Dann müsst ihr ein bisschen mit dem linken Stick navigieren. Ja, und dann im Endeffekt eine Attentatserie von 3 hinlegen, sprich eine Dreier-Kombo oder eine Dreier-Kill-Serie, wie auch immer man das ausdrücken will. Ja, ich habe jetzt hier den ersten Offizier eliminiert, habe hier oben nochmal geschaut. Aus meiner Sicht ist das Ganze, ich will nicht sagen, ein bisschen verbuggt, aber ich hatte hier auch das Gefühl, dass ich schon 1-2 Mal auch 3 Gegner mit einer Attentatserie eliminiert hatte. Hier ist das Ganze nicht aufgeplöppt. Wie gesagt, kann auch daran liegen, dass das Ganze hier sehr, sehr unübersichtlich teilweise ist, der Kampf. Ich habe hier kaum meinen Charakter teilweise erkannt. Ja, da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen, tötet den ersten einfach mit Viereck. Ja, dann visiert ihr die nächsten Gegner an, die in der Nähe stehen. Und dann versucht ihr da jeweils auch die nächsten Gegner zu eliminieren.
eine Drei-Attentats-Serie. Ja, hier oben ist, denke ich, ein relativ guter Spot auf dem Schiff. Hier habe ich es jetzt nicht geschafft. Ich habe es jetzt hier unten gemacht im Folgenden. Hier ist halt der Vorteil für mich dann gewesen, die Gegner stehen hier sehr, sehr eng aneinander, wie ihr seht. Ja, ist eigentlich perfekt geeignet für eine Attentatsserie. Sind hier auch alle abgelenkt. Ja, das Ganze ist jetzt hier unübersichtlich, aber hier töte ich den ersten, den zweiten. Und da ist dann der dritte, dann flippt es auch sofort auf. Ja, Attentatsserie 3. Auch geschafft. Und wenn ihr dieses optionale Missionsziel erfüllt habt, dann werden keine weiteren mehr kommen. Dann könnt ihr euch umgehend um die Offiziere kümmern. Ja, wir haben jetzt hier drei Offiziere. Die suche ich mir jetzt hier als nächstes und dann trudelt die Mission auch langsam aber sicher aus. Hier müsst ihr einfach nur ein bisschen aufpassen. Gerade bei den Offizieren würde ich euch empfehlen, hier keine direkten Counterkills zu versuchen. Da treffen sie euch einfach zu stark. Da geht er dann mit der Taktik Kreis und X ran. Ja, dass er ihn so ein bisschen wegschubst bzw. entwaffnet. Dann könnt ihr hier die Offiziere auch sehr, sehr leicht eliminieren. Sind jetzt keine, ja, keine wirklich starken Gegner aus meiner Sicht. Hier müsst ihr wirklich, wie gesagt, nochmal aufpassen zur Erinnerung. Tötet die Offiziere nicht als erstes, dann wird hier die Mission sofort enden. Ja, sucht euch hier möglichst viele Gegner für die Attentatsserie aus. Tötet den ersten mit Viereck. Sucht euch naheliegende Gegner, die dann ja, so leicht schimmern oder weißlich markiert sind. Navigiert ein bisschen mit dem linken Stick und drückt dann weiter Viereck. Ja, tippt da ein paar Mal drauf. Wenn ihr dann drei direkt in der Nähe habt, so wie bei mir hier in diesem relativ großen Handgemenge, wo ich da stand, dann müsste das optionale Missionsziel, denke ich, sehr, sehr gut zu erfüllen sein. Hier gibt es einige Spots auf dem Schiff, relativ viele Gegner. Ich weiß nicht, ob immer wieder Gegner spawnen, ich denke mal nicht. Ja, aber macht das hier wirklich so lange, bis ihr es geschafft habt. So, ansonsten könnt ihr den Checkpoint nochmal neu laden, tötet hier auf gar keinen Fall die Offiziere. Wie ihr seht, ab dem dritten Offizier bei dem Hauptmissionsziel ist dann hier die Mission mehr oder weniger sofort beendet und ihr habt keine Chance mehr, das optionale Missionsziel, das letzte, abzuschließen. Wäre halt sehr, sehr ärgerlich, weil die Mission verhältnismäßig hier für Assassin's Creed 3 Remastered relativ lang ist. Ja, ihr seht, wir sind jetzt hier schon fast bei 13 Minuten angelangt, also eine relativ lange Mission. Deshalb guckt da wirklich gerade bei einem letzten optionalen Missionsziel, wäre es ärgerlich, wenn ihr dann da scheitert. Wie gesagt, aus meiner Sicht auch ein bisschen was mit Glück zu tun, dass die Gegner da gerade vernünftig nebeneinander stehen. Ihr seht, volle Sync, 100%, ein bitteres Ende. Ja, letzte Hauptmission aus Sequenz 9. Ich würde sagen, wir sehen uns in Sequenz 10. Für weitere Videos abonniert doch bitte meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns in Sequenz 10. Macht's gut, bis bald und tschüss.